Weiter mit Arno, schön, dass ihr dabei seid. Und go. Wir brauchen mehr Mais, haben wir gesagt. Achso, im Chat kam eben die Idee, wir könnten auch einfach, wenn wir genug Dünger hätten, weil wir bauen den ja anscheinend sowieso nicht komplett aus, einfach hingehen und mit Dünger gezielt das ein oder andere trinken in Platz, aber wir könnten es trotzdem machen. Ja? Wir schauen mal, wie viel Dünger wir auf Vorrat haben auf der Insel. Der ist bei alle Waren. Oh Gott, gibt es viele Waren hier. Boah, hat das Spiel mittlerweile viele Waren. Das ist so krass. Ich habe das Symbol gerade nicht gefunden. Danke, das ist sehr freundlich. Haben wir überhaupt Dünger auf der Insel? Ich dachte, wir hätten welchen. Ja, hier. Das ist das Symbol. Produktion ist da. Ein bisschen können wir noch verbrauchen. Ich habe es gerade nicht entdeckt. Wo ist denn hier das Symbol? Seht ihr den Dünger? Da ist er. Okay, wir können ein bisschen was boosten, wenn wir wollen. Das heißt, wir gehen rüber und könnten an manchen der Gebäude ein Dünger-Silo anbauen, hier zum Beispiel. Das wäre das Einfachste. Mit Straßenanschluss. Da müssen wir allerdings überall umbauen. Das hier vorne ist da auch Mais, ne? Ein Dünger-Silo hier hin. Jetzt haben wir quasi eine Maisplantage dazu gewonnen. Und was ich hier allerdings gerne noch machen würde, die Lücke würde ich gerne noch gescheit füllen. So, dann Kautschuk hatten wir auch zu wenig, oder? War das nicht die andere Sache, wo wir gesagt hatten, es könnte knapp werden? Warum wurde der Kautschuk denn knapp? Wo in der riesigen Produktionsschlange für Ventilatoren steckt der Kautschuk denn drin? Beim Zelluloid? Ne. Beim Ethanol auch nicht. Beim Ethanol? Kautschuk dabei? Hier oben. Bei den Kabelfabriken. Da ist der Kautschuk. Und wir importieren den Kautschuk teilweise von goldenen Blüten und in der Summe von beiden ist es etwas dünn. Das heißt, wir haben ja noch genug Dünger. Könnten also auch hier noch einmal Dünger dazu bauen. Schätzchen, bring Papa doch seinen Hut nach draußen. Ach so, stimmt, Quatsch, Entschuldigung. Denkfehler meinerseits. Und jetzt haben wir 64 hier mal ein bisschen Platz gemacht. Hier fehlen jetzt welche, okay. Hier fehlen 6. Dann machen wir noch einmal Kautschuk hier unten. Reicht der Dünger immer noch aus? Die Düngerproduktion?
Ein weiteres Düngerwerk bitte noch. Bauen wir eine weitere Kautschukplantage hier hin. Eine weitere Maisplantage brauchen wir auch noch. Oder einmal Dünger dafür. Ja, Mais. Das geht einfacher. Dann schieben wir das eins nach rechts. Zwei nach rechts. Hier kommt ein Düngerwerk rein. Anders machen wollen. Wir wollten ja. Entschuldigung. Wir hatten die ja so hochkant gebaut. Dul kommt einfach hier hin. Straßenverbindung, hier ist das Lagerhaus. Lücken füllen. Prima. Jetzt fehlen hier noch vier. Jetzt schauen wir uns nochmal Mais und Kautschuk an. Ja, das Spiel ist echt super umfangreich, das stimmt, stellte Belle Bismarck erneut fest. Mais? Ja, immer noch zu wenig. Kautschuk? Die beiden Inseln zusammengefahren. Das ist ja nicht zu fassen. Also, ich glaube, noch mehr Dünger sollten wir allerdings nicht erstmal nicht in Anspruch nehmen. Naja, wir bauen für ein paar normale noch daneben. Klauen uns hier vorne eine Maisfarm. Ist voll. Noch eine weitere bitte. Wir können auch innen rumbauen. Hier vorne. Wir bauen mal den Rand lang. Hier vorne noch eine hin. Ist da immer so ein Eingangstor gewesen? Da ist das Eingangstor, genau an der Stelle. Die Menschen lassen sie hochleben. Sehr freundlich, danke. Hier vorne geht's lang. Ich lasse mal ein paar der Bäume stehen. Das ist mir echt zu schade hier. Liebe Grüße an Melanie. Bäume bleiben stehen, Mimi. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Mal hier rauf, nochmal vier. Knapp, noch einmal Mais mehr auf Vorrat. Ich will mir nicht nachsagen lassen, ich wäre geizig. Hier ist das Düngerwerk, hier sind die Düngerwerke. In dem Radius sollen Tierhöfe entstehen. Da soll also keine Plantage hin. Könnt aber hier eine lang bauen. Das geht.
Düngercheck in dem Radius kommen die Tierhöfe hin. Das geht. Oh, verkehrt rumgebaut. Schaut mal. Das Tor ist auf der falschen Seite. Ein Feld fehlt noch. Hasen jagen? Habt ihr das gehört? Da will jemand Hasen jagen. Wahrscheinlich Hugh Hefner hier unterwegs. Oder ein Urvorfahre von ihm. Mais sollten wir jetzt genug haben. Ja, passt. Knapp. Sondern noch einmal Mais auf Vorrat. Man kann ja nie wissen, was passiert. Komm. Die 40. Maisplantage wird hier hingesetzt, auf Vorrat. Wir denken groß. Ja? Einmal hier vorne hin. Jetzt fehlt uns noch Kautschuk. Beide Produktionsinseln, die miteinander vernetzt sind. 1 bis 2. Wir bauen noch 2. Ah, ich komme schon in die Nähe der Produktionsbetriebe. Einmal hier hin, Kautschuk bitte. Ja. Das geht. Das geht ebenfalls. 2 Stück fehlen noch. Eine weitere, eine letzte. Ach, die können wir auch hochkant stellen dann. Falsche Seite, Tor auf der anderen. Prima. Sehr schön. Ach, das sieht doch total nett aus. Ich kann sein, dass wir das ein oder andere Lagerhaus nochmal dezenter upgraden sollten. Zumindest auf die erste Stufe. Je mehr man die Lagerhäuser upgradet, desto teurer werden die vergleichsweise. Also die bekommen natürlich auch mehr Rampen, versorgen mehr Produktionsgebäude, aber die Unkosten steigen in höherem Maße mit. Das heißt, im Zweifelsfalle, wenn ein ausgebautes Lagerhaus der Stufe 2 2 Rampen hat zum Beispiel und ein Lagerhaus der unteren Stufe 1, dann brauchen wir lieber 2 kleine statt einem doppelt so großen, weil die 2 kleinen zusammen weniger Unterhalt haben. Ja. Macht man meistens. Chat ist mittlerweile sehr ruhig, sehr tiefenentspannt. Ich glaube, wir können gleich unseren Schlussspaziergang machen hier für heute. Mittlerweile läuft alles, ne?
Das sieht sauber aus, das sieht gut aus. Rohmaterialien-Check. Kohle. Wir brauchen noch ein paar Köhlereien. Salpeter? Was? Wie? Wo? Checken wir gleich. Erstmal noch ein bisschen Kohle, bitte. Ein paar Köhlereien mehr. Die nehmen sehr viel Platz weg. Die hatten wir hier immer gebaut. Da sind sie. Bei der Produktion vom Helium wird Salpeter verbraten. Ja, aber das, ich glaube, das hängt hier mit den Zelluloidrollen zusammen. Nee, auch nicht. Wofür brauchen wir denn Salpeter hierbei? Oder das war irgendwo woanders. Also. Wie schön, dass die Insel auch ein bisschen Platz hat. Wir fangen an. Einmal eine Köhlerei hier vorne, bitte. Wie weit reicht die Hacienda? Nur bis hierhin. Das heißt, hier könnten noch Plantagen entstehen. Eine bis hierhin, ein Lagerhaus dazwischen. Kohle reicht. Prima, wunderbar. Und für irgendwas brauchen wir Salpeter, aber wofür? Nichts für das, was wir heute gemacht haben. Es kann doch sein, dass wir mit Absicht irgendwas nicht komplett ausgelastet haben. Wir könnten mal schauen, wir könnten mal so tun, als würden wir Salpeter anbauen. Dann schauen, wird uns ja auch angezeigt, welche Gebäude Salpeter verbrauchen. Aber wo war das hier? Welches dieser zahllosen Gebäude? Helium, ja, wir stellen hier kein Helium her. Wir haben ja keine... Nee, haben wir nicht. Unsere Luftschiffwerft ist woanders, das ist es nicht. Es muss irgendwas anderes sein. Stellen wir Luftballons her? Wo ist denn das Salpeter? Oh, ich muss sagen. Bei der Eiscreme? Ist vielleicht ein Nebenprodukt des Salpeter. Dass wir das gar nicht direkt herstellen und dass es ein Abfallprodukt ist von irgendeinem Betrieb, den wir mittlerweile mit Strom versorgen und der als Abfallprodukt dann Salpeter produziert. Die Filmrollen, ob die das verbrauchen, wird im Chat gefragt. Nee. Auch nicht. Die Samba-Schule? Ja, nee. Hä? Das ist der Button für Alpaka-Farm doch nicht. Das ist der Button für Salpeter hier. Ach, Elektrizität erzeugt Salpeter. Und das brauchen wir für die Pigmente. Und die Versorgung der Samba-Schule. Wir gucken, wenn es... Ah. Ach, das war der springende Grund. Schaut mal, das Labor... hat in 45 Sekunden eine Produktion, produziert also schneller als der Kostümhändler. Wir brauchen einen Kostümhändler. Wir brauchen einen Kostümhändler für eine Samba-Schule. Anscheinend. Und das Labor mit den Pigmenten muss gar nicht volllaufen. Deshalb ist ein bisschen zu wenig okay. Wir schauen mal sicherheitshalber nach, wie es im Lager aussieht, ob da zu wenig Salpeter ist. Ich vermute das nicht. Es ist genug da. Wir könnten aber auch mal gucken, ob Salpeter hier hingebracht wird. Nee, das ist was anderes. Oh Leute, wo steht...
Also wir könnten irgendwo noch, wenn wir genug ab, wir könnten noch mehr Salpeter erzeugen, indem wir bauen einfach noch eine Alpaka-Farm, dann haben wir auch mehr Dünger und bekommen etwas Salpeter. Und die Alpaka-Farmen standen hier vorne. Hier sind die Düngergeschichten. Das sind die Alpaka-Farmen. Mach dir deine protzigen Schuhe. Einmal hier runter. Einmal hier hin. Das war eine Rinderfarm. Das ist eine Alpaka-Farm. Ich habe mich verklickt. Das ist die Alpaka-Farm. Die Felder sind 3x3. Und damit das besser funktioniert, bauen wir noch ein Silo hin mit Mais drin. Wie gut, dass wir zu viel Mais hatten. So. Jetzt haben wir ein bisschen mehr. Jetzt schauen wir nochmal nach, wie viel wir an Mais haben. Wie gut, dass wir Vorräte hatten. Jetzt sollte eigentlich alles funktionieren. Das war das Thema Rohmaterialien. Jetzt checken wir die Konsumgüter in Summe nochmal. Und? Passt. Alles passt. Wir haben es geschafft. Wir haben es hinbekommen. Alles ist in einem fragilen Gleichgewicht. Sobald ich eine Kleinigkeit hier noch verändern würde, irgendein Detail, wird wieder alles zusammenbrechen hier. Wir müssen wieder komplett von vorne anfangen. Dann 1000 Stellschrauben drehen und 100.000 Statistiken wälzen. Wie immer, willkommen bei Anno, ganz genau. Wir befinden uns in bester Dr. Loy hat recht. Loi, 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 okay. So, das haben wir gemacht. Einen Abendspaziergang mal. Also, das ist alles okay. Was der Stadt noch fehlt für unsere Artista, sind in Anführungszeichen nur noch Motorroller. Wir waren den ganzen Abend über mit Ventilatoren beschäftigt, die so ellenlang verzahnt in der Produktion waren. Es fehlen nur noch Motorroller. Und dann könnte man gucken, ob es noch die eine oder andere Lücke hässlich ist. Hier fehlt ein Park rund um das Kino zum Beispiel. Und dann könnte man auch schon eine Expedition losschicken. Richtung nach Enbesa, Afrika. Könnte man machen. Rüber nach Afrika. Weil hier gibt es nicht mehr so viel zu machen. Wir könnten noch, es gibt haufenweise Spaziergänge, die man ja noch machen kann. Lange im Hinterland. Da haben wir alles gebaut, glaube ich, was man in der neuen Welt bauen kann, wenn die Motorroller da sind. Es fehlt auch noch in Kap Tulorni verschiedene Lebensqualitätsbedürfnisse. Da gibt es noch Verschränkungen, da kann man auch noch dran rumoptimieren. Das könnte man machen während der Expedition, die nach Afrika läuft. Wenn man vor Ort angekommen ist, gibt es auch Abenteuer zu erleben. Und wir müssen auch nicht alle optionalen Quests da machen. Nur, dass wir mal so weit kommen, dass wir da die neuen Bevölkerungsgruppen kennenlernen, das Bewässerungssystem errichten und ein bisschen Verzahnung haben im Wirtschaftssystem von hier und da und Kap Trelawney mit noch mehr Lebensqualitätsbedürfnissen und so weiter. Dass wir das mal komplett ausschöpfen.